Die onkologische Reha für junge Menschen ist besonders wichtig, weil das ganze Leben noch vor ihnen liegt. Zuallererst muss man sagen, dass das eben das Besondere schon ist, dass ein junger Mensch Krebs hat. Krebs ist in der Regel eine Erkrankung des höheren Alters und daher ist es was Besonderes, in jungen Jahren Krebs zu haben, weil die Erkrankungen in der Regel gut behandelt werden können, aber trotzdem einfach Folgen und Spätfolgen dieser Behandlung auch auftreten können. So eine Krebserkrankung kann einen wirklich ganz schön aus der Bahn werfen und da gibt es dann einfach einiges zu tun, um die Perspektive wieder zu finden, auch Lebensqualität zu erhöhen, einfach Nebenwirkungen, Probleme durch die Erkrankung abzumildern und aufzufangen. Das Besondere ist, dass es erstmalig ein Konzept gibt für junge Menschen, die dann in die Reha gehen, in die onkologische Rehabilitation, dass es eine gemeinsame Gruppe sein soll. Das heißt, es gibt einen Gruppencharakter, es gibt einen Erlebnischarakter. Die Menschen wollen was zusammen erleben und damit sich auch gegenseitig einfach helfen, nach so einer Erkrankung und nach einer schweren Behandlung wieder zurück ins Leben zu finden.